Wir sind hier in der Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See in Kärnten und die Situation ist sehr besorgniserregend, weil wir mit einem Ereignis leben müssen, das heute in der Nacht passiert ist, das so an die 100 Jahre nicht mehr gegeben hat. Beispiel von mehreren Brücken, die es weggerissen hat. Wir können berichten von Straßen, von großen Straßenzügen, die verschwunden sind. Und wir haben leider auch mittlerweile auch einen lieben Freund, einen Toten zu beklagen. Also wir befinden uns ja sozusagen am Beginn des gesamten Einsatzes. Der wird sich ganz bestimmt noch viele, viele Tage in die Länge ziehen, bis wir hier wieder einen Normalzustand haben. Da werden Monate nicht ausreichen, das muss man ganz klar sagen. Ich bin mit dem Auto hinten hergefahren und dann ist eine richtige Sturzwelle gekommen. Dann hat es mal ein Auto, mit dem ist die Flutwelle gegangen. Also das steht jetzt ganz woanders. Und dann ist die Tür nach innen aufgebrochen und dann hat es nach innen aufgestaut, bis die tiefe Scheibe da geborsten ist. Und, na ja, auf alle Fälle, weil ich bin nicht nur mit dem Haus betroffen, sondern mit zwei anderen noch. Ja, also ich bin so einer von den Hauptbetroffenen. Wir kommen nicht hinein, wir sind gesperrt, wir dürfen von Haus nicht weg, wir kommen da nicht hinein, weil es da drinnen angeblich so ziemlich derartig ausschaut. Gell? Wir haben ein Video gesehen, so von, das schaut nicht gerade gut aus. Ja.